Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video von PES 2020. Ich bin hier immer noch auf dem Allianz Arena Event von Konami zu PES 2020. Ich habe auch hierzu die Tonaufnahme nicht mehr vollständig, nicht mehr original, die ist kaputt gegangen, wie schon im letzten Video rechts unten beim i verlinkt, deswegen kommentiere ich das jetzt hier von zu Hause nach. Wir haben uns zusammen mit dem Jan überlegt, ein Elfmeterschießen, eine Elfmeter-Challenge zu machen, da es in dieser Demo möglich war. Jan ist Bayern München und ich bin die PES Legends und ja, ich werde versuchen, das Ganze jetzt ein bisschen nachzukommentieren. Die gleichen Emotionen kann ich natürlich nicht rüberbringen, deswegen werde ich ein bisschen was anderes erzählen. Ein bisschen was Positives zu PES, beziehungsweise auch Negatives, kommt drauf an. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Elfmeter, die haben wirklich nochmal eine Schippe draufgelegt. Ja, Ronaldinho hier, mega krass. Zweiter Elfmeter verschossen. Ja, jeder hat seinen ersten Elfmeter verschossen. Fing auf jeden Fall schon mal sehr gut an. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also auch in PES 19 fand ich die Elfmeter ja schon extrem cool. In ja, im Vergleich zu FIFA 19, das wird übrigens ein One-Taker-Video, also falls ich irgendwelche Versprecher habe, die kommen schön mit rein, die werden schön reingeschnitten. Aber ja, also hier wieder PES Legends. Wir haben auch übrigens nichts an dem Kader verändert. Wir haben einfach auf Spielen gedrückt und man konnte ja eh nur die zwei Mannschaften nehmen. Wir haben einfach auf Spielen gedrückt und haben ja quasi gestartet. So, beide haben auch jetzt einen Elfmeter getroffen. Sehr, sehr cool. Und Leute, jetzt guckt bitte mal auf Robert Lewandowski, auf seinen Elfmeter. Ich finde das so krass geil einfach nur. Es ist so gut gelungen, meiner Meinung nach. Guckt euch das bitte mal an. Leider verschossen, aber ohne Spaß. Also so gut gelungen ist das. Das ist für mich unbeschreiblich. Es ist der originale Anlauf von Robert Lewandowski. Wie er da seine Sidesteps macht und dann vor dem Ball stehen bleibt, diese Stopp-Animation und dann schießt. Es sieht so smooth aus, es sieht so flüssig, so geil aus. Es ist richtig, richtig gut. Dann kommt mein dritter Elfmeter, hätte Manuel Neuer halten können. Jan hat da eben nicht gedrückt gehabt, deswegen ist er reingegangen. Gut für mich. Und dann kommen schon die Bayern mit Thomas Müller. Und ich muss echt sagen, es ist so krass. Es ist so, so nice. Auch Müller hier, wie in echt, er läuft ganz langsam an, wird dann ein bisschen schneller und dann kann er schön abziehen, ja. Was er echt, also ich kann, es ist unbeschreiblich. Also ich fand die ja in PES 19 wirklich schon, wirklich viel besser als in FIFA. Weil in FIFA sieht es so abgehackt aus, so komisch aus und in PES 20, es ist nochmal so eine Schippe drauf. Es ist so verdammt krass. Es sieht richtig, richtig gut aus. Und guckt euch das bitte mal an. Auch Alaba jetzt hier. Jeder fucking Spieler hat seine individuelle Anlaufanimation, seine individuellen Schritte, die er macht und diesen jedes. Und auch die realistischen, die echten Schritte wurden hier übernommen. Also ich finde das mega, mega krass. Allgemein das Elfmeterschießen, das System und so finde ich besser als in FIFA, um da jetzt EA nochmal zu kritisieren. Es ist halt einfach so. Hier der letzte Elfmeter, den wird er doch nicht halten. Oh mein Gott, er hat ihn gehalten. Okay, 2-2, es geht in die Overtime. Das ist auch schon mega lang her. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ausgegangen ist. ja, Leute, also ich finde es absolut krass. Jeder hat so seine eigene Animation. Richtig coole Animation, auch meiner Meinung nach, ne? Also vor allem Lewandowski, auch sein Stehenbleiben vor dem Ball, sein Verzögern, sieht so krass smooth aus, nicht wie in FIFA, so abgehakt, also ich finde das mega, mega nice. Ja, beide wieder gehalten, das heißt eine Runde nochmal in die Overtime, also es geht weiter quasi, wird ja jetzt beendet, wenn jemand trifft. Bin gespannt, wie weit es geht, 2-2, wir sind noch nicht so eingespielt gewesen, haben ein paar Elfmeter relativ schlecht geschossen. Hier eine ähnliche Anlaufanimation wie von Serge Gnabry. Ja, also so für jeden einzelnen individuell haben sie es dann wahrscheinlich doch nicht, aber
schon die besonderen Anlaufanimationen, zum Beispiel von Lewandowski, ja, das macht nicht jeder, was er macht, die sind hier eben mit drin. Wir hatten auch gerade schon einen Pfostentreffer, einen Lattentreffer und jetzt einen Lupfer drüber. Kimmich jetzt, das sieht schon wieder ein bisschen anders aus von der Anlaufanimation, eher so in Richtung Müller sieht das gerade wieder aus. Und ja, so ähnlich ist es auch. Ein bisschen langsam anlaufen, dann ein bisschen schneller werden und dann der Schuss. Aber auch der wird gehalten. Also hier krass, wie viele Bälle gehalten werden. Jetzt bin wieder ich am Zug. Mal gucken, ob ich ihn verwandeln kann und das Ganze entscheiden kann. Nein, Jan hält auch den Elfmeter. Die sind alle zu unplatziert, eher in Richtung Mitte, was das Ganze natürlich schwieriger macht. Was ein kleiner Kritikpunkt sein könnte, ist, dass diese Anzeige halt dauerhaft eingeblendet ist. Ne? Also unten steht dauerhaft, wie viele verschossen wurden, wie viele steht. Ja, also ich finde, dass man das mal einfaden und ausfaden kann, also einblenden und ausblenden kann mal in der Zwischenzeit. Und ja, hier auf jeden Fall das 3:2, München geht in Führung, der erste getroffene Elfmeter in der Overtime. Können wir nachziehen oder müssen wir hier uns geschlagen geben? Nein, tatsächlich ist es so, dass wir nachziehen können. Ja, dreimal nicht getroffen in der Overtime und dann, wenn Bayern mit Martinez trifft, dann ziehe ich nach. Auch die Gamefaces hier nochmal, ja. Ich hatte das ja schon im anderen Video gesagt. Es sieht extrem cool aus. Also mir gefällt es persönlich richtig, richtig gut. Wenn die da anlaufen, wenn die ihren Ball dahin legen, wie angespannt die auch sind. Also das bringen die wirklich richtig gut rüber. Niklas Süle jetzt ein Verteidiger, der schießen muss. Und er trifft die Latte mit aller Wucht. Also richtig, richtig krass. Schade. Jetzt mein Elfmeter, der fünfte von der Overtime, wird auch er gehalten. Nein, er ist drin, ein bisschen Glück, aber das war es dann auch. Von dem ersten Elfmeterschießen, die Pass Legends. Also ich habe gewonnen, jetzt wechseln wir uns ab, das Ganze wird getauscht. Wir sind im zweiten Elfmeterschießen, das Ganze, wie gesagt, wurde jetzt getauscht. Ich bin jetzt Bayern München und Jan ist die Pass Legends. Wir haben wieder nichts an den Kadern verändert, aber auch das gerade sah schon wieder extrem cool aus, wie er da angelaufen ist. Kommen wir nochmal erklärt, wie das Ganze funktioniert. Ja, und dann legen wir direkt los mit Ronaldinho. Also wie gesagt, fettes Lob an Pass. Nur das mit der Ding, dass sie diese Anzeige unten mal ein- und ausfaden, wäre schon ganz nett. Erster Elfmeter direkt wieder verschossen. Er wird von Neuer gehalten und ja, das ist natürlich die Möglichkeit jetzt für Coman, für die Bayern, in Führung direkt zu gehen, was sie auch letztendlich tun. Mit den Bayern spiele ich echt super, super cool. Also ich freue mich schon auf eine Trainerkarriere bei dem ersten FC Bayern München, die ich höchstwahrscheinlich starten werde. Zweiter Elfmeter für die Pass Legends und auch den vergibt der Jan richtig, richtig hart, sag ich mal. Also der war wirklich deutlich über dem Tor. Das war schon richtig krass. Das ist natürlich die Riesenchance für Serge Gnabry, den jetzt reinzumachen für das 2:0. Und auch das tut er. Ja, 2:0, jetzt sind schon zwei Tore Unterschied, die uns hier trennen. Das könnte ein bisschen schneller ausgehen, wie das gerade eben mit der Overtime. Diesmal bin ich ein bisschen sicherer im Schießen. Und Jan, ja, ist genauso kacke wie gerade eben. Und das sieht man auch am dritten Elfmeter. Ja, schon den dritten verschossen. Das heißt, wenn ich den jetzt mache, dann ist es schon vorbei. Robert Lewandowski, der, den ich richtig feiere von der Animation, der kann das Ganze jetzt entscheiden. Er läuft mir vielleicht ein bisschen zu mittig an, also er müsste noch ein bisschen nach links gesetzt werden, aber es ist schon echt mega gut. Seine Sidesteps wieder nach links, sein Stoppen und er wird gehalten, Mann, mit Lewandowski, mit dem ich mich so, über den ich mich echt so freue, der wird gehalten. Echt schade drum. Jetzt kommt Totti. Totti, wird er den ersten für die Pass Legends machen oder ist das Ganze hier schon vorbei? Er ist drinnen. Das heißt 1:2, kann Jan wieder rankommen oder werden die Bayern das hier sicher beenden? Thomas Müller auch hier gerade wieder so lecker sieht er aus. Jetzt hat es leider ein bisschen geruckelt. Das lag irgendwie an Jans PC, dass der plötzlich irgendwie keinen Bock mehr hatte. Überlastet war oder was auch immer. Aber für den letzten Elfmeter soll uns das nicht abschrecken. Thomas Müller, Finesse in die Ecke. Das war's mit dem Video. Auch rein. Bis dahin und ciao, ciao.